Ja, Momo Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Der Überlebensmodus ist draußen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die Welt betreten, ob wir da einen neuen Charakter haben. Aber wenn wir unseren alten haben, würde ich da ehrlich gesagt gerne mal mitmachen. Aber gucken wir uns das Ganze erstmal an, ne? Überlebensmodus. Wenn eine Herausforderung mit höheren Risiken, größeren Belohnungen und weniger Beschränkungen suchst. Aktuelle Regeln. Andere Spieler können ohne Einschränkungen angegriffen werden. Stirbt dein Charakter, musst du an Bahnhöfen, in befreundeten Camps oder in Vault 76 respawnen. Kronkorkenbelohnungen für Spielerkills werden verdoppelt. Stirbt dein Charakter, werden alle Schrott- und Hilfsgegenstände fallen gelassen. Hilfsgegenstände zählt das auch. Das sind Stimps und so, ne? Nur gesuchte Spieler und die Top 3 werden auf der Karte angezeigt. Erhaltene EP werden um 20% erhöht. Wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal, ob wir unseren Charakter behalten dürfen. Ansonsten würde ich das tatsächlich faszinierend finden, mal zu spielen. Wenn es mir zu viel ist, kann ich ja immer noch sagen, nö, ich will ganz chillig spielen. Da wären wir also im Überlebensmodus. Hilfsgegenstände. Muss ich aber ganz kurz gucken. Hilfsmittel. Das alles wird fallen gelassen. Achtung, die Startcodes für Raketensilo Charlie sind abgelaufen. Ja, das interessiert mich ein Scheiß. Ich bin Platz 24. Ich kann richtig auf die Jagd gehen. Da wurde gerade geschossen. Zum Glück mich abgehauen. Man kann richtig auf die Jagd gehen. Soll ich? Soll ich heute mal den Headhunter spielen? Das gefällt mir. Momentan noch. Was? Täglich die Futterschlange? Ja, gut. Ach so, der Scheiß, ja gut. Das brauche ich jetzt nicht. So. Ich möchte Sachen lagern. Ich habe aber nicht viel Platz. Hilfsmittel. Muss alles rein. Ich will hier nichts davon verlieren. Oh, kein Platz mehr. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde. Ich will mal ganz kurz hier den ganzen Schrott rausholen. Ja, verdorbenes Gemüse und so ein Scheiß. Ja gut, den kann ich auch wegwerfen. Das verdorbene Zeug. Oder ich mache direkt irgendwie was daraus. Daraus konnte man doch Dünger machen, oder? Komm, machen wir Dünger draus. So, und dann werden wir nämlich losziehen und einen der Top 3 suchen. Wir haben ja echt eine gute Waffe. Jetzt lohnt sich das auch endlich, PvP-Sachen zu haben. Jetzt lohnt sich das, Leute. Denken wir es mal aus. Powerrüstung brauchen wir ohnehin jetzt nicht. Nicht für das, was ich vorhabe. Ich bin ein bisschen auffällig mit meiner Kleidung, aber naja. Gegenstände verwerten. Nee. Erstellen. Das war doch hier, oder? In den Top 3 zu sein, ist wahrscheinlich uncool, oder? Ist wahrscheinlich uncool. So. Schrott, tschüss. Hilfsmittel. So, alles gelagert. So, Schrott ist weg. Ich hoffe, mehr verlieren wir nicht. Okay, folgender Plan. Wir werden jetzt nämlich... Wieso habe ich immer noch Daisy-Cutter dabei und so? Wollte ich Daisy-Cutter nicht wegwerfen? Nee, reduziert. Okay, perfekt. Und zwar möchte ich damit auf die Jagd gehen. Und unser Ziel, übrigens, das Event ist abgelaufen, ja. Das ist mir bewusst. Wir gucken jetzt mal. Wir haben einen goldenen Punkt, einen silbernen und einen bronzefarbenen. Ich bin Platz 20 mittlerweile, okay. Wo sind denn die Haudegen? Der ist Stufe 12. Okay, gehen wir auf die Jagd.
Leute. Ich muss eigentlich losziehen, solange es noch dunkel ist. Toll, jetzt sind die auch noch weg. Macht mir mein Leben echt schwer. Ich glaube, die habe ich gesehen. Und irgendwas da hinten ballert rum. Oh, mein Hammer ist fast kaputt. Ich habe ja kein Leben, ne? Ich habe auch keine Stims dabei. War doch nicht alles kaputt. Irgendwer macht hier noch Radau. Ich will doch einfach nur den Typen jagen. Ernsthaft? Wo kommst du denn her? Okay. So, ich würde sagen, Hammer reparieren. Das ist nämlich ein bisschen blöd, wenn der kaputt geht. Reparieren. Ich verliere so viel Zeit, ey. Ich will ihn reparieren, Mann. So. Hatte der mehrere Sterne? Was hat er denn noch? Ach, Gesundheit, stimmt. Ich erinnere mich. Gut, ich lege mir jetzt nur noch ganz kurz schlafen. Und dann hoffe ich, dass der gleich immer noch gesucht wird. So, das dürfte reichen. Jetzt will ich aber auf die Jagd gehen, ey. Jetzt will ich auf die Jagd gehen. Gib mir ein Ziel. Okay, er ist nicht mehr gesucht. Vor allem, wenn man auf die Suche nach so einem Spieler geht, dann müssen ja andere noch auch unterwegs sein, ne? Oh, ich kann nur zu Bahnhöfen reisen. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Da ist Platz 2. Ich würde aber gerne Platz 1 sehen. Ist der im Kampf, oder? 209, eieiei. Wo ist denn der Rest? Ich sehe die nicht. Hier ist sonst nichts. Hey. Wieso wird der Rest nicht angezeigt? Das heißt, dass alle wahrscheinlich zu Platz 2 gehen, oder? Na gut. Würde ich sagen, gehen wir in die Nähe von Platz 2. Haben wir hier irgendwo einen Bahnhof oder so irgendwas in der Nähe? Nee, na. Oh, wir hätten einen Bahnhof suchen sollen. Ist natürlich kein Bahnhof in der Nähe. Oh, Rotz. Doch da. So. Der wird wahrscheinlich tot oder über alle Berge sein, wa? Ist immer noch da. Ja, der ist 209. Ich will irgendjemanden jagen. Vielleicht lassen sich die anderen wirklich einschüchtern davon, dass der 209 ist. Und ich als einziger Depp gehe da jetzt hin und töte ihn. So sieht es nämlich aus. Vielleicht soll ich meine Powerrüstung einfach zu lange tragen, bis ich da bin. Du leihst ein Redwürmer an. Ja, egal. Scheiß auf Redwürmer. Oh, es war nur ein Elch. Alles gut. Ich habe Schritte gehört. Ich werde hier paranoid. So. Ja, es wird ein langer Weg dahin, glaube ich. Kann sein, dass es die ganze Folge lang dauert. Jetzt habe ich noch Durst. Ich habe natürlich kein Wasser mitgenommen. Das ist blöd. Den trinke ich mal ganz kurz hiervon. Ja, muss ich jetzt eingehen. Ich habe extra keine Sachen mitgenommen, damit, falls ich sterbe, nichts passiert. Wie heißt der Typ? Oh, da ist die 3. Da ist die 3. Okay. Vielleicht sollten wir lieber zu ihm gehen. Wir gehen lieber zur 3. Also ich will in der heutigen Folge will ich einen zumindest gegen einen kämpfen. Das ist mein Ziel.
Ob ich dabei draufgehe oder nicht, ist egal. Ja, ich laufe hier auch als offenes Ziel durch die Gegend mit meinen auffälligen Sachen, also... Ich weiß nicht, ob das so wirklich toll ist, aber egal. Man wird hier schon ein bisschen paranoid. Aber ich habe schon Bock auf den Überlebensmodus hier. Einzige Problematik, die ich da halt sehe, ist, dass man nur zum Bahnhöfen reisen kann. Ich meine, es ist natürlich klar, wenn die Leute sich gegenseitig abschlachten können und Platz 1 bis 3 auf der Karte sind, dann ist es ein bisschen unsinnig, wenn du direkt zu ihm reisen kannst und ihn dann direkt abboxen kannst. Noch bin ich nicht auf Platz 3, sehr schön. Je länger man spielt, umso höher kommt man. Weil natürlich, ja, du, sobald du einsteigst, landest du im Ranking natürlich unten. Ist ja ganz klare Sache. Das heißt, irgendwann bist du halt gesucht. Das heißt, du musst immer aufpassen, dass du nicht gesucht wirst. Oder es gibt immer Leute, die sich gegenseitig umbringen. Wie heißt die Nummer 3? Kapitän, okay. Wir töten heute den Kapitän. Oder wir versuchen es zumindest. Auch wenn es wahrscheinlich ewig dauert, bis ich da bin. Aber mit der Macht des Schneidens wird das schon funktionieren. Ein leuchtender Wolf. Oh, er ist nicht tot. Oh, da ist ein Legendärer dabei. Er darf mich nicht sehen, ich bin tot, wenn er mich sieht. Er hat mich gesehen. Lass mich nur meinen Powerstang einsteigen. Dankeschön. Ich hab keine Stims dabei, ne? Oh, ich will dich töten. Zuerst die anderen. Alter, wo... Komm. Wenn du mich tötest, ne? Dann lache ich aber laut los. Gatling-Laser! Stand da gerade Doppelschuss? Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Heilige. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Ja, aber 35, naja. Problem ist natürlich, ich habe jetzt kein Leben. Ich müsste unterwegs irgendwie kochen können, damit ich mir was zu essen reinpfeifen kann. Wir bleiben erstmal in der Power-Rüstung. Und dieser Randy, Bobby, Bendy und dieser die anderen, das sind drei Stück, die sich ständig töten. Keine Ahnung, ob die alle an einem Bahnhof sind und sich da die ganze Zeit abschlachten, um Kronkorken vielleicht zu farmen. Vielleicht gibt es hier so einen kleinen Kronkorken-Farm-Trick, dass man sich gegenseitig abschlachtet. So, dass man mehr Kronkorken dazu bekommt, als man verliert vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht sind sie alle zu stur, um sich auszuloggen. Und kämpfen um ihre Ressourcen. Das kann auch sein. Da steht aber nicht, dass man seine Munition verliert, oder? Ich hoffe nicht. Das sind meine Fusionskerne, die ich da habe. So, wo bin ich jetzt? Immer noch so scheiße weg. Captain ist jetzt auf Platz 2, aber er steht immer noch auf Platz 3 hier. Okay, das heißt, die Aktualisierung dauert ein bisschen. Nein! Gehen wir halt zu Platz 1. Es wird schwer, den zu töten, weil er höchstwahrscheinlich in einer fetten Power-Rüstung durch die Gegend läuft. Vielleicht hätte ich auch einfach... Oh, Buckley... Springs. Cool, Ort entdeckt. Level up. Nutzen wir direkt mal aus. So, Agility. Was haben wir? Haben wir irgendwas Neues? Da. Denn nicht automatischen Pistolen verursachen 10% mehr Schaden. Ja, ist natürlich nicht schlecht, gerade für die 10mm, die ich habe, ne? Aber ich glaube, ich gehe lieber auf Stärke oder Perception. So. Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Komm, wir machen das. Gerade auch für unsere Nahkampfwaffen. Was? Nein. Hier, der hier. Gut.
Huch, da hat sich das Wetter aber schnell geändert. Wie, Platz 1 ist tot. Die Beutetasche ist noch da. Aber wenn die Beutetasche da ist, kann ich doch die Beute holen. Jetzt bin ich umsonst hierher gelaufen. Ich glaube nicht, dass die Beutetasche noch da ist. Ja. Super. Wände. Okay, Wände. Sonstiges, untersuche Buckley Springs. Ja, komm. Weißt du was? Ich glaube, wir werden niemals irgendwo ankommen. Wenn wir mal in der Nähe sind von jemandem, dann töten wir ihn. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, da irgendwie jemanden hinterher zu laufen. Stattdessen machen wir einfach unsere Quests hier. Ja, schade. Also, ja, wir brauchen einen Bahnhof in der Nähe von einem Spieler oder so. Dann lohnt sich das. Aber so einen weiten Weg dahin zu machen, ist ein bisschen oll. Und jetzt haben wir natürlich auch kein Leben um Buckley Springs. Ah, ich habe mich regeneriert. Ah, durch das Level Up. War hier nicht gerade jemand? Guck mal hier, mein Kleiner. So, wir bräuchten ein paar Ressourcen zum Finden. Zum Heilen. Ressourcen zum Finden. Wir müssen Ressourcen finden, um uns zu heilen, ja. Das ist die richtige Reihenfolge. Na gut. Das heißt, wir werden ab sofort ein bisschen besser aufpassen und ich werde ein bisschen mehr schneiden müssen. Das heißt, viele Wege werden jetzt geschnitten. Wundert euch nicht. Hallo, Chloe. Ah, Leslie, da bist du ja. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Ja, red weiter. Du darfst nie wieder einfach so davonlaufen. Ich war sehr besorgt und kann mir kaum vorstellen, was deine Eltern denken würden. Da ich nun bestätigen kann, dass du wohl auf bist, darfst du deine zugewiesene Spielzeit haben. Spielzeit? Pflück im Wald doch Blumen. Das wäre ein wunderschönes Geschenk für deine Eltern, nicht wahr? Ich glaube, eine kleine Auswahl wäre reizend. Ich bin schon Platz 7. Jetzt lauf los. Und denk daran, sprich unterwegs nicht mit Fremden. Also, sobald ich Platz 3 erreicht habe, könnte ich eigentlich nach Hause gehen. Und dann könnte ich meine Taktik, die wir uns zurechtgelegt haben, nutzen. Und zwar, dass ich mich zu Hause verschanze, und dann sollen die halt zu mir kommen. Aber ich bin schon Platz 7, das geht verdammt schnell. Irgendwann ist jeder hinter dir her. Ungünstig. Wende ist tot. Oh, ich bin Platz 6. Scheiße, Mann. Oh, oh. Ich finde das cool. Man wird immer paranoider jetzt. Keine Ahnung, das hat was. Ich werde höchstwahrscheinlich zwischendurch mal, wenn ich jetzt keine Zeit habe zum Aufnehmen oder so, werde ich den normalen Modus spielen. Aber wenn ich Zeit habe zum Aufnehmen, werde ich definitiv hier reingehen. Das hat irgendwie was. Das hat was. Definitiv. So, wir pflücken Blümchen und dann schießt uns irgendwer einfach weg. Das ist der Plan der Dinge. Und da ich gerade mal Level 40 bin, bin schon Platz 5. Scheiße. Wir werden so sterben. Oh Gott. Ich will nur die Blümchen pflücken und dann nach Hause und dann mich verteidigen. Ja, wobei, ich muss gleich zur Arbeit, also lange werde ich hier nicht bleiben. Blühwürmchen! Okay, das funktioniert nicht. Noch bin ich Platz 5. Ich muss sagen, ich kriege da schon langsam Herzrasen langsam. Wir werden es zum Glück nicht mehr erleben, weil ich die Folge hoffentlich bis dahin beendet habe. So, Blümchen pflücken. Captain ist tot. Ah, ist tot. Oh Gott. Das hörte sich nicht gut an. Irgendwas ist hier. Scheiße, Mann. Platz 5.
Ist auf jeden Fall eine Challenge wert. Täglich Träger Sprengstoff. Überprüfe Status Identität des Saboteurs weiterhin unbekannt. Zivilisten sollten Vorsicht walten lassen. Was? Sprich mit Boomer. Hardware Fehlfunktion entdeckt. Einheit ist bewegungsunfähig. Seien Sie gegrüßt. Diensttauglicher Bürger. Gemäß Strafverfolgungsgesetz D-4793 sind Sie nun ein Deputy der Polizei von Berkeley Springs. Als diensttauglicher Bürger ist es nun Ihre Pflicht, die Aufgaben dieser Bombenentschärfungseinheit zu übernehmen, die den Codenamen Boomer trägt. Informationen werden an Ihren Pip-Boy übertragen. Finden und bergen Sie die Sprengvorrichtungen, um Ihre Bürgerpflicht zu erfüllen. Viel Glück, Bürger. Ihre Erfolgschancen betragen 47,95%. Revier antwortet nicht. Reparatur. Berge die Bomben. Das werde ich doch alles gar nicht hin... Das kriege ich alles heute nicht hin. Einsatzerfolg wird zur Kenntnis genommen und... Wo sind jetzt diese Blümchen? Die Dinger hier? Ja. Blutblatt. Ach ja, ich kann ja nicht schwimmen. Oh Gott, die sind gleich hinter mir her, Leute. Ich bin gleich sowas von tot. Ich habe momentan nichts anderes im Kopf, als dass ich sterben werde. Ist echt uncool und ich plansche hier im Wasser und sammle Blümchen. Ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall ändern, dass früher oder später sie nicht irgendwie einfach nur Spieler suchen und alles versuchen umzubringen. Sondern dass einfach normal gespielt wird und wenn jemand gesehen wird, dann wird halt gekämpft. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt einfach nur die ganzen kranken Irren hier rumlaufen und Leute suchen, die sie töten können. Und ich bin gleich einer von ihnen. Ah, hast du dich regeneriert, Blutblatt? Nee. Ich brauche noch ein Blümchen. Geht auf den PvP-Server und sammelt Blümchen. Er ist nämlich Let's Player. Schmutziges Wasser, so. Vor allem bin ich auch so ein leichtes Ziel hier im Wasser. Ja, ich weiß, ich leide an Redwürmern. Die andere tägliche schaffe ich leider nicht mehr. Deswegen Blümchen los und dann zurück abgeben. Und dann Keks freuen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine längere Aufnahme. Ich konnte ja gerade erst wieder aufnehmen, weil ein Update da war. Und waren Wartungsarbeiten. Hey, ich hätte halt jetzt viel mehr Zeit gehabt zum Aufnehmen. Aber leider, naja. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt definitiv einer von diesen Gesuchten bin und sie mich alle holen wollen, dann gehe ich nach Hause, hocke mich dahin und dann sollen sie mal kommen. Dann sollen sie mal kommen. Jetzt habe ich meine Sniper. Ich habe meinen Sniper-Posten abgebaut, ne? Wir müssen noch was Neues hinbauen. Irgendwas Kleines, Sachtes. Nur so einen kleinen Ausguck. Wo uns niemand sieht. Ich bin Platz 3. Okay. Schaffe ich es noch, die Quest abzugeben, bevor ich sterbe? Hallo, Wendigo? Okay.
Okay, schnell meine Power-Rüstung. So, so, so. Mr. Wendigos hängen also gerne an Bäumen. Bin nur meine komische Quest. Ich bin paranoid, ey. Irgendwer wird kommen. Ich will nur die Quest beenden und dann ausloggen. Mehr will ich nicht in meinem Leben noch erreichen. Stell dir vor, ihr wollt gerade die Quest abgeben oder sprecht gerade mit dem Questgeber und dann werdet ihr abgeknallt. Ich muss den Kollegen erwischen, bevor er mich erwischt. Aber mein Stufe 40. Okay, du musst weg, du störst. Wo ist der nächste Bahnhof? Die müssen von da kommen. Heißt, hinter mir wird wahrscheinlich keiner auftauchen, es sei denn, da ist irgendwo ein Bahnhof. Ich bin ganz aufgeregt. Botstop-Terminal. Ah, System offline. Vor allem steht die hier auf der Straße. Oh! Nein, ich wollte den Hammer ziehen. Huch! Ich glaube, da war jemand, oder? Oder war das einer von denen? Das war nur ein Gläubiger. Alter, Leute. Ihr macht mich wahnsinnig. Wo ist die Gabby? Oder wie heißt sie? Chloe. Nimm einfach mal die Quest an. Okay, okay. Wir haben es geschafft, eine Quest abzugeben. Was für abscheuliche Kreaturen. Nein, nein, sie sind nicht wir. Du hast dich jetzt lang genug versteckt. Was geht denn mit dem ab? Hallo, Chloe. Wo ist dieses verflixte Kind? Ich bin hier. Was ist? Leslie, komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Also, die Quest. Komm schon, Leslie. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Spiele. Kinder, was für abscheuliche Kreaturen. Okay. Du hast dich jetzt lang genug versteckt. Ich check's nicht. Das nenne ich mal den, die Kinder beleidigt. Wo ist dieses verflixte Kind? Aber ich habe doch alles für dich, Chloe. Ich habe Blümchen für dich gepflückt. Du willst doch nur, dass ich sterbe. Leslie, komm raus, wo immer du bist. Ja, gut, dann halt nicht. Nichts geschafft heute. Wieso steht da ein Geschütz? Wohnt hier etwa jemand? Ne, ich glaube nicht, ne? Ach so, hi Kollege.
Mann, ich wollte doch nur die Quest abgeben. Oder sind Feinde in der Nähe, deswegen muckt sie rum. Weiß es nicht. Ha! Das wäre ein Spieler. Bin wahrscheinlich umsonst paranoid. Ich denke, keiner wird zu mir kommen, weil ich irgendwie noch nichts wert bin. Die werden wahrscheinlich zuerst auf Platz 1 und so weiter gehen. Ich bin ja unwichtig. Ah, noch ein Geschütz. Keine Ahnung, was die da machen. Könnte auch zu Platz 3 gehen. Der ist Level 5. Wieso ist das Platz 3? Ich bin Platz 3. Hä? Jetzt hier, nimm die scheiß Blumen. Komm schon, Leslie. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Spiele. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, damit meine Paranoiarität, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, abnimmt. Ich muss sowieso jetzt leider los zu haben. Ich würde gerne weitermachen und hoffen, dass da irgendwann ein Spieler kommt, gegen den ich battlen kann. Aber es geht leider nicht. Ich muss leider losgehen. Komm schon, irgendein Spieler muss hier wohl sein. Kämpf gegen mich. Kommt her. Wobei, ich habe eigentlich guten Stuff dabei. Was haben wir eigentlich bekommen von dem Typen? Ja, Mistgabel hatten wir sowieso dabei. Die wollten wir noch verkaufen, ne? Oh, ich habe sogar einen Stim dabei. Na, der hilft mir aber jetzt gerade wenig. Naja, gut. Ich habe ein bisschen Schrott dabei, Wendigo-Zähne und so ein Kram. Also es ist schon irgendwo ein bisschen was, was ich da habe. Aber irgendwie will keiner. Ist traurig. Wahrscheinlich ist keiner mehr auf dem Server drauf. Weil sie sich alle so lange umgebracht haben, bis sie keinen Bock mehr hatten. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, die dann ein bisschen länger dauert. Wir versuchen einfach wie gehabt zu spielen. Ich werde höchstwahrscheinlich übelst paranoid sein. Und dann gucken, was passiert. Ne? Einfach mal ganz normal chillen, als wäre nichts. So oft sterbe ich auch gar nicht mehr, ne? Nö. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir irgendwie ein paar spannende Kämpfe zusammenbekommen. Ja, das ist meine Paranoia. So heißt das genau. Ich drücke jetzt die ganze Zeit auf diesen Knopf, bis ich irgendwie jemanden sehe. Oh, ich bin Platz 2. Leute! Kämpft gegen mich! Dieser dämliche Frosch, ne? Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.